So, hier sind wir wieder bei Pokémon Smaragd. Gucken, was wir so alles haben. Hier, beim 9. Part. Aha. Das ist überlevelt, Level 16, Level 6. Mirko, das ist wahrscheinlich das zweite. Für alle Leute Pokémon oder so, glaube ich. Ja, hier dann die. Trassler. Kann ich jetzt kämpfen? Echt. Ja, es kann kämpfen. Ui. Nützlich. Kann Verdine kämpfen? Das kann bestimmt kämpfen, oder? Ah, Tackle, es hat Tackle, okay, es kann kämpfen. Puh, wo bin ich hier? Puh. Jetzt geht's weiter. Mist. Oh, oh, oh. Oh, das ist ja cool! Lurummel! Was kann das? Soll ich's fangen? Hab ich den Pokéball? Mal gucken. Guck ich erstmal. Nee, nee. Falsch. Weil ich brauche auch mal irgendein Pokémon. Nee. Ah, ja. Ja, ich hab Pokéball. Ich hab Pokéball. Was hast du? Nein. Tackle! Komm, komm. Oh. Pfund, Alter. Junge. Hast du nichts gelernt? Ich mach mal kurz den Ton ein bisschen leiser. Im epischen Moment. Oh, oh. Hm. Oh. Ha, ja, hm. Also. Dann. Muss. Kartoffel ran. Gut, Kartoffel, Kartoffel. Oh, die Maus ist wieder im Bild. Wie professionell. Wie ich es wieder drauf habe, die Maus jedes Mal im Bild zu drin habe. Boom! Junge! Oh Gott, das war das letzte Mal. Alter! Beruhig dich mal, Junge! Ne, komm, nicht tot! Ja, gut, jetzt fange ich das krasse Aufruhr-Pokémon, das... Alter! Oh! Junge! Nein, aber jetzt Pokémon. Okay! Komm, komm! Flurmel, Flurmel. Ja. Okay, jetzt muss ich mir einen Namen ausdenken. Was steht denn da so? Es schreit sehr laut wie ein Düsenjet. Flurmel atmet durch seine Hörkanäle ein und kann daher kontinuierlich schreien, ohne Luft zu holen. Aha. Ja. Ich nenne es Flamer. Weil... Also, das hat den Zusammenhang. Dass bei LOL, immer wenn irgendwer flamed, also YouTube oder sowas, dann schreiben immer die anderen, die angeflamed werden, immer cry, cry. Und dann sind ja die Flamer die Schreier und das kann ja schreien. Sinnvoll. Boah, jetzt habe ich einen Pokémon. Aber es lag. Ich bin nicht da lang. Oder ich muss runter. Gut, dass ich hier... Oh, cool. Da kommt gleich Flurmel. Nochmal. Genau das, wo ich auch habe. Oh Gott, jetzt kommt Trassler. Oh, das ist auch Level 8. Konfusion! Oh Gott. Oh Gott. Trassler. Oh, das ist überlebt. Komm, nicht Pfund. Oh Mann. Mach doch mal was, was keinen Schaden macht. Kann es das überhaupt? Oh, Level 9! Mal gucken will, X, A. Wo ist Flamer? Erwischt. Warte, was ist denn? Typ normal. Immun gegen Lärmattacken. Lesen hart. Ist eine 7. Egal. Was kann das? Ein Hieb mit Vorderbeinen oder dem Schweif. Erzeugt für 2 bis 5 Züge ein Aufruhr, vermindert Schlaf. Ah ja. Ah ja. Aha, okay. Naja, muss ich halt lang. Oh, Kuro, wo hast du mich abgesetzt? Das gibt's ja nicht. Puh. Oh, Level 5. Dass das noch schafft, das ist ja auch hier fast down. Komm, one hit. Ah, two hit. Aber ob das reicht?
Oh Mann, mir verreckt wieder alles. Ja, klar. Ich gehe einfach in die Stadt zurück. Okay, Mirko. Warum auch immer Mirko? Komischer Name. Blutsauger. Das ist doch immer gut. Na, doch nicht. Immer Aufruhr machen. Yay! Ich glaube, ich habe Pokémon noch nie mit Ton gespielt. Ey. Wo hat er mich hier abgesetzt? Das ist ja ein Flurummelparadies hier. Flurummelparadies. Kartoffel. Epic Battle of History. Tschüss. Ach, ich geh raus, genau. Ach, puh, ich. Ich da hoch? Okay. Ich hoffe, Kuro hat schon. Seid ich weg? Oh Gott. Okay, ich hab kurz Zeit. Jetzt können sie weiter. Guck weg. Doch beide weg! Ey! Okay. Oh! Oh Gott. Das ist bestimmt Level 3. 106. Nein. Okay. Okay, das schaffst du. Bist höheres Level. Glaub an deine Stärke. Okay, doch nicht. Kartoffel ist scheiße. Kartoffel, you suck! Jetzt kommt... Boah, jetzt kommt's! Jetzt kommt der Flamer schlechthin. Kampf. Aufruhr. Oh nein, Jaula! Na komm, da muss man doch... Ui! Ja, ist gut, Flamer. Ey, cool, das macht nochmal. Boah, geil! Boah, wie Hammer! Boah, Junge! Ey, wo geht's lang? Halt auch ein Schild, da welche. Tipps für Trainer. Wenn du eine Entwicklung eines Pokémon stoppen willst, musst du den B-Knopf drücken, während es sich entwickeln will. Das Pokémon entwickelt sich dann nicht. Das nennt man Entwicklungsstopp. Okay, haben wir irgendwie so ein Kartending? Beutel. Pokéball. Devon war ein Päckchen, das mal ein Schienenteil von Devon enthält. Dingens. Nee. Nö, kenn ich nicht. Komm. Was ist das für ein Schild? Route, Metaross City, okay. Puh. Ey, was will der jetzt? Oh, und wie sieht es aus, die Devon waren? Du hast es geschafft, du hast sie zurückbekommen. Du bist wirklich ein großer Trainer. Ich weiß, ich werde dir zum Dank einen weiteren Superball schenken. Superball erhalten! Weißt zwar nicht, was ich jetzt gemacht habe, aber... Yeah! Keks packt Superball in die Balltasche. Bitte entschuldige, würdest du mir bitte folgen? Naja, hallo. Dies ist die zweite Tasche von Devon Offer Cooperation. Hier befindet sich das Büro des Präsidenten. Und ja, ich kann dir nicht... gar nicht sagen, wie dankbar ich dir für deine Taten bin. Das Paket, das du uns zurückgebracht hast, darf ich bitten, es zur Werft in Graffiti Port City zu bringen. Es wäre fürchterlich, wenn es sieben erneuten die Hände fallen würde. Kann ich auch dieses Mal wieder mit dir rechnen? Ach, da fällt mir ein, würdest du mich einen Moment entschuldigen? Ey, jetzt muss ich für den das noch tragen. Ich weiß zwar nicht wieso, warum und weshalb, aber... Unser Präsident würde gerne kurz mit dir sprechen. Komm bitte mit mir. Ah! Scheiß Präsident! Bitte, hier entlang. Ich bin Mr. Trum, der Präsident der Devon Corporation. Ich muss etwas mit dir besprechen. Du musst unseren Mitarbeiter nicht nur einmal, sondern zweimal aus der Klemme golpen. Du bist so außergewöhnlich, dass ich dich gerne um einen Gefallen bitten möchte. Ich weiß, dass du ein Paket zur Werft in Graffiti Port City bringen willst. Könntest du auf dem Weg nicht auch in
Faust au Hafen. Faust au Hafen halt machen. Und treu in Faust au Hafen einen Brief von mir bringen. Brief erhalten! Kekspackbrief in die Basis-Item-Tasche. Mr. Trauben, nun, du sollst wissen, dass ich ein einflussreicher Präsident bin. Daher will ich dich nie um einen Gefallen bitten, ohne eine Gegenleistung zu erbringen. Deshalb möchte ich dir dies hier geben. Keks erhält Pokenei! Mr. Traum, dieses Gerät ist ein Poke-Navigator oder kurz Pokenei. Ein unentbehrliches Hilfsmittel für jeden Trainer auf Abenteuerreise. Es enthält die Karte von... Du kannst du ganz leicht herausfinden, wo die Orte Faust aus Ha... Das ist ein scheiß Name. Faust au Hafen und Graphitport City leben. Ich habe übrigens gehört, dass zwei fiese Kriminelle Magma und Aqua heißen. Sie, glaube ich, überall nur Ärger bereiten. Vielleicht solltest du eine Pause einlegen, bevor du dich wieder auf den Weg machst. Danke! Genau das wollte ich machen. Jetzt muss ich nicht ins Vorgesender. Gut. Mr. Traum, nun Keks, sei vorsichtig und pass auf dich auf. Klar pass ich auf mich auf. Wann schneller, verdammt! Gott, Gott, oh Gott, wie geht's hier raus? Ich will hier raus, bitte. Oh mein Gott, nein. Yeah. 3 Minuten noch. Mach ich noch so viel. Oh nee, ey. Ja, ich rede noch mit dem. Ich habe ein neues Zubehör für dein Pokenei entwickelt. Und es funktioniert großartig. Zeigst du mir mal deine Pokenei-Keks, den von unserem Präsidenten bekommen hast? Hier, bitteschön, Keks. Ich habe dein Pokenei mit dem sogenannten Trainerruf ausgestattet. Trage deine Freunde und andere Personen in das Verzeichnis ein. Dann kannst du mit ihnen verreden. Du sollst auch unseren Präsidenten drum eintragen, Keks. Probier es mal aus. Ruf unseren Präsidenten an. Eigentlich will ich das... Och, mach ich halt auch. Komm. Trainerruf. Devon-Präsident. Anrufen. Mr. Drum. Oh, Keks. Du hast mich erreicht. Das scheint der Pokenei zu funktionieren. Andere werden sich ebenfalls bei dir eintragen lassen. Also versuch, diesen auch zu erreichen. Gut, gut. Bla, bla, bla. Oh, 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 das habe ich mich aus Versehen verdrückt. Voll, warte mal, muss gucken bei dem Trainer hier. Kämpfe 22. Zustand. So, jetzt muss ich aber weiterarbeiten. Pass auf, dich auf, Keks. Ja, 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 ja. Ja. Ja, haben wir den schon gemacht? Mal gucken. Hier sind wir schon, glaube ich, sehr durch. Oder? Oder, oder? Oder, oder? Das solltest du auch in einer Arena da draußen. Zeit von dem Bla... Okay. Schon gemacht. Okay, jetzt muss ich irgendwo einen Rausweg finden. Den Weg nach draußen. In die Richtung. In die Richtung. Komm, komm. Hier geht's raus. Komm. Bin mir sicher, hier geht's weiter. Oh, was für ein epischer Sprung. Was gibt's hier so? Kann ich hier. Mist. Mist. Oh, hinterlasse ich Spuren, ey. Das sieht ja mal. Oh, nee, ey. Wohin geht's hier? Gute Meteoros City, okay, ja. Hä? Hä? Geht's ja mal voll nicht weiter hier. Ach, jetzt wieder da unten. Oh, cool. Das fange ich. Wenn ich das fangen kann, dann fange ich's. Haut es nicht immer gleich ab. Ah, sei dumm. Okay. Ich werfe mal so einen. Ich hab ja einen verdient, werfe ich einen. Ah. Oh, Abra. Abra. Komm, komm, Abra, bitte. Ah! Ich hab Abra gefangen!
Was kann denn das? Ich hab's einfach mal gefangen. Ja, bla. Ja. Ne, wie nennt es das? Abra, Abracadabra. Ich nenn's Kadabra, genau. Okay. Ich kann auch klein schreiben. Wo ist Select? A, K. K. Da. Ey. K, da. B. Wo ist er? Kata. Ra. Kadabra. Okay. Okay, ich muss zurück. Ich muss den schnell abholen, weil ich will das andere komische Ding nicht mehr haben. Ich will das abraten. Nee. Noch eins. Fuck. Weg mit. Tschüss. Schnell. Pokémon City Dingens Viech Poker Center. Komm. Nein, ich überziehe viel zu lange. Und ablegen. Ich hätte jetzt erstmal keine Lust. Egal. Nehmen. Gut. Ich bleibe jetzt hier stehen und da darf dann Tendo weitermachen. Tschüss.